Ja, ich habe auch noch nichts angeschossen. René, wo bist du? Da unten. Wie sollen wir dich mit deinem Nee, du kannst Emil Network? sagen. Wie? Emil, kannst du Emil. Emil! Emil! Das ist okay, das kann ich mir Ja. merken. Emil und René. Ich Ja, wusste, dass es also wir einen sind jetzt Grund live. daher war, Wundert euch dich jetzt nicht bei nicht. mir haben. Wir sind heute nicht mehr zu zweit, Ich schwöre sondern nicht mit dir. zu dritt. Emil ist auch noch dabei. Und Guten Tag, René. servus aus. Moin, moin, Moin. moin, servus, moin. Aus Estland ist. Okay, coole Sache. Ich bin betrunken. Und Hast du du bist es gefunden? auch. Und genau darum hörst du dir jetzt an, was ich sage. Pass gut auf. Ich sage es jetzt. Ich bin es nicht, Monty. Boah, Ich bin was war denn das es mit dem nicht. Eis gerade? So Du wirst sorry, mate. älter. Wer weiß, wie Das kriegt ihr viele später Jahre auch du noch noch alles, hast. also. Also denkst du über deinen Ah. Erben nach. Tja, dieser Clay ist der Mann dafür. Er ist der Sohn, den du immer haben wolltest. Was für ein Anblick. Ein geläuterter Schmuggler, der Jacobs. Ich muss sagen, ich bewundere die Kalypsos dafür, wie sie es geschafft haben, jedes ungebildete Stück Fleisch dazu zu bringen, ihnen blind zu folgen. Da Boah, wimmelt was ist denn hier ein jetzt los? Gesindestück wie ich fast ihren eigenen Kult. Vielleicht nach meinen Geschäften hier. Was habt ihr gemacht? Wieso sind jetzt wieder so viele hier? Ich hab gar nichts gemacht, ich bin selber down. Warte, warte, warte. Ich bin eventuell sofort gleich da. Warte, ich könnte auch gleich kommen. Au. Ah, ne. Wo bist Ah, du? ganz schön schwierig. Ah, Ich schaff es nicht. Ah, Aua. okay. Okay, ja, ich bin, ich schaffe es aber wieder. Oh, gut, viele starke Gegner jetzt hier. Ja, ich stand genau dazwischen, als sie Boah, vor gekommen allem die sind. mit ihren Knüppeln, ey. Ja. So viele Baddeste jetzt hier. Boah, nein! Okay. Okay, jetzt schaue ich auch. Alter, 11.000 hat mich das gekostet, das Problem. Boah. Boah, Alter, was? Das ist doch nicht wahr, ey. 11.000. Nein! Ach, leck mich fett, ey. Ich hätte ihn fast gehabt. Das haben sie echt gemein gemacht, dass das immer schneller geht. Dass man halt immer schneller stirbt dann. Oh. Ich bin Oh, jetzt mal fuck. gespannt, wie viel es mich kostet. Ich habe ja ein bisschen mehr Geld als du, René. Das kostet immer So. eine Prozentzahl, also von dem, was du halt quasi hast. 20.391. Alter. Ich will nichts mehr. Okay, das war's heute. Ich habe keine Lust mehr. War schön mit euch. Du musst halt vorher dein Geld irgendwo anders da lassen, irgendwie in Casino reinballern oder Upgrades kaufen. Ja, ich wollte eigentlich Upgrades kaufen, aber wir sind bis jetzt halt noch nicht nach Sanctuary wiedergekommen. Deswegen habe ich jetzt ein bisschen gesammelt. Kann ja jetzt keiner ahnen, dass. Naja. Aber ich nehme an, die passen die Gegnerzahl definitiv an, wie viele Mitspieler man hat. Ja. Also. Krass. Gut, irgendwie müssen sie es ja Auf machen, die Stärke. sonst wäre es auch zu einfach halt, ne? Ja, ich habe mit der Stärke jetzt keine Probleme. Gut, ich bin 28, die Gegner sind 27. Oh, hier ist wieder der Dicke. Wir sind zwei Dicke. Hier ist wieder der Dicke mit dem Helm, war der hier? Am besten nicht auf dem Kopfballer. Kein Bock, den jetzt hochzulenken. Wusstet ihr das, wenn man da den Kopf Ja, wegballert, dann und beim die vorigen eigene Teil auch schon entdeckt? so, ja. Dann ploppt ihr kleiner Kopf heraus und dann werden sie ganz doll wütend. Cool, haben alle ihren Helm noch auf. Vorbildlich. So. Gibt's denn hier schon noch schöne Sachen? Wasserfall. Wo geht's hier unten hin? Komm her, Mädchen. Laut Map könnte da was Verstecktes sein. Emil, nicht Naja, let's go, weitergehen. let's go. Let's go. Nicht schlimm. Ich dachte mir gerade schon so, bitte guck nicht auf die Karte, bitte guck nicht auf die Karte. Es könnte irgendwas versteckt sein. Und ich so, oh, fuck. Nein. Nicht schlimm.
Wir sind jetzt eigentlich schon außerhalb der Map, ne? Kiste markiert. Ich habe jetzt zwei Kisten. Ja gut, okay, noch eine, ich habe nur eine Sniper drin. Ja, ich habe eine blaue. Oh, hier. Ja, hat sich doch gelohnt. Ah. Oh, zwei lila da. Erde. Na, eine blaue. Alles grün. Perfekt. Achso, soll ich. Ich habe euch ja zugeguckt die ganze Zeit, wo ihr da diesen Wächter gemacht habt. Soll ich euch mal kurz die zwei Legendaries droppen, die ich da bei dem einen Boss da bekommen habe? Moment. Wenn du sie noch brauchst. Nee, ich würde es euch ja zeigen. Also, achso. Ob sie mir dann einfach zurückgibt, das ist eure Sache. Im Normalfall schon. Würde ich freuen, aber. was war das für ein fettes Viech? Das ist eine coole Herausforderung. Ach, da oben ist noch was. Ja, haben wir. Nee, oben ist noch. Noch einer. Okay. Kommt man da hoch? Nee, ich glaube von der anderen Seite kommt man nur runter. Ja, ich glaube auch. Okay. Ich glaube auch. Vielleicht. Meine Spinne kommt hoch. Super. Dienstbotenaufzug. So, warte mal. Wer will von euch die SMG und wer will den Raketenwerfer mal ausprobieren? Ich brauche nicht. Nee, nur testen. Ja, du kannst sie ausprobieren. Ja. Nee, ich brauche nicht. Guck dir mal die SMG an. Muss mir dann gleich mal sagen, was dir auffällt. Werf mal weg. Jetzt schau mal, die fliegt jetzt mit dir rum und macht auch Damage. Ah, das ist ja geil. Um dich herum, ne? Alter, fette Scheiße. Ich hatte mal so eine Schrotflinte, die hast du weggeworfen und die hat sich dann selbst wieder aufgebaut. Und hat dann jetzt auch geschossen. Mal den Raketenwerfer aus. Warte, hier ist die. Warte, Raketenwerfer, ach hier. Huch. Schieß mal irgendwo hin, wo es ein bisschen weiter ist, du kannst die Raketen lenken. Boah, das ist natürlich mega. Okay, das ist echt geil. Du kannst aber mit Zickzacks fliegen. Aber ein theoretisch. Scheiße. Tja, wir hatten sie leider nicht drin. Naja, beim nächsten Durchgang. So, ich habe die Waffe. Ja, wie gesagt, ihr könnt da auch nochmal hin einfach und den farmen. Also, der spawnt immer wieder. So wie ich deine One-Pump-Jump geholt habe. Oh, hier. Da der Brücke. Wir müssen mal gucken, wie viel Waffe hatte ich hier drin? Bei welchem Boss hast du dir eigentlich geholt, die Shotgun? Hier in Electro City. Da ist ein Versteck. Da ist ein Rätsel, das musst du lösen, dann kommt da einer raus. Und den musst du halt kalt machen. Pass aber auf, wenn du dich einmal triffst, bist du sofort down. Scheiße. Klingt nett, ne? Dankeschön. Was ist denn hier schon wieder los? Mhm. Macht ihr recht gut. Ich glaube an euch. Oh, schön frühe Kiste. Ja, wie schützt das down? Kleiner Mann! So schwach! Wir verlieren dich nicht. Oh, nicht heute. Okay. Wollte ich einmal dir hochhelfen, René? Nee, dafür ist meine One-Pump gut. Ich weiß nicht, warum sie bei dir nicht so viel Schaden macht. Oh. Über uns? Vielleicht aufgrund von Skills? Weiß nicht. Das kann gut möglich sein. Aua. Hallo. Danke. Ah. Perfekt. Da ist noch irgendwo einer. Oben. Perfekt. Warum bin ich jetzt auf einmal so gestorben? Hat irgendjemand auf das grüne Fass geschossen? Hier oben, Waffenkiste. Oh. Nice. Bei mir ist hier nur eine Snipe drinne.
Ja, das Glück haben wir. Entweder Panzerfaust oder. Bei mir ist ein RPG. Aber in grün. Yay, eine lila, eine Panzerfaust. Irgendwie immer das gleiche drin, ne? RPG ja. Oder Snipe. Oder eine Panzerfaust. Ja, ist ja RPG. Achso, ja. So, soll ich ein Knöpfchen drücken, Tim, oder willst du noch kurz gucken? Drück mal. Ich bin fast in der Villa. Es gibt hier eine ziemlich enge unterirdische Passage. Oh ne, die sind scheiße. Ach, die geht mir vor, mag ich nicht. Beim Thema Penner fällt mir ein, während du Aurelia ablenkst, werde ich den Bühnensaal im Theaterflügel durchsuchen. Mein Vater hatte ein Arbeitszimmer unter der Bühne versteckt. Wenn es einen Hinweis auf den Kammerschlüssel gibt, dann dort. So. Oh, ich muss hier alles Schrott markieren. Ja, fahrt ruhig. Ja, wir warten auf dich. Ich stehe schon drauf. Ja. Boah, Junge, ich wurde gerade von deinem Kopf weggebracht, Junge. Bin fast runtergefallen. Das wäre geil. So kurz vor oben und dann ich bin drin. Weg. Ja. Es macht mich nicht glücklich zu sehen, wie diese Harpie ihr Unwesen in meinen Ahnenhallen treibt. Sie hat die Familienporträts entsorgt, als wären sie Schlachtabfälle. Was würde ich dafür geben, sie mit meiner Schrotflinte bekannt zu machen? Ach scheiße, jetzt habe ich zwei Snipers, das will ich aber nicht. Das will ich aber nicht. Als ich eines Tages auf dem Weg zum Anwesen bin, höre ich jemanden schießen und fluchen. Ich gehe um die Ecke und sehe seinen Sohn Wainwright, der versucht mit einer Pistole Dosen von einem Zaun zu schießen. Ich bin ja kein Revolverheld, aber der Junge hatte überhaupt kein Zielwasser. Er blinzelt, leider gar nicht. Er hat dir da hinten mal geschaut. Ja, ja, ja. Also bei uns war da nichts. Oh, ja, gut, ich hab auch nichts gesehen. Auf der anderen Seite ist natürlich jetzt wieder was, ist klar. Auf der anderen Seite waren wir schon. Das, ach, das hat er jetzt den Lock habe ich schon geholt. Weil es mir gerade noch als grün angezeigt wurde, wo ich drin war, deswegen. Immer, genau, immer so lange, bis er aufgehört hat zu reden, bleibt es grün. Okay, dann habe ich nichts gesagt. Boah, schicke Hütte. Boah. Ja, schmackhaft. Könnte man als Single mal gut drinne wohnen. Ja. Das stimmt. Ja, ich glaube nicht, das sauber machen wäre in so einer Wohnung. Richtig coole Studentenwohnung, Kappa. Genau, richtig coole Studentenwohnung. Na René, da hat man eine Putzfrau. Ja, ja gut. So. Klingt sogar Gastfreundlichkeit unheimlich. Aber spiel ihr Spielchen mit, solange ich den Bühnensaal durchsuche. Ich bin gleich bei dir. Warte im Speisesaal auf mich und dann reden wir über dein Geld. Ich hier ist ein Echo. Na dann, auf. Also Clayton, du wolltest mich sprechen? Clay reicht. Der alte Monty hat gerade ein großzügiges Angebot für die Jacobs Corporation bekommen. Er hat natürlich abgelehnt, aber ich dachte, du solltest wissen, dass es von Aurelia Hammerlock kam. Ich versichere dir, Jacobs ist dir ziemlich egal. Dabei geht es um mich. Da bin ich schon selbst drauf gekommen. Aber deine Schwester scheint nicht lange zu fackeln. Du kennst sie, Alistair. Ist das das Ende oder der Anfang? Die Echse. Ich kann dir nicht folgen. Als wir noch Kinder waren, haben meine Schwester und ich eine super seltene Echse in dem Wald bei unserem Haus gefunden. Ein prächtiges Exemplar. Aurelia wollte sie als Haustier behalten, aber meine Schwester war noch nie gut darin, sagen wir mal, Leben zu kultivieren. Also habe ich die Echse heimlich gefüttert, obwohl sie darauf bestand, es sei ihr Haustier. Ich baute ein passendes Gehege mit natürlicher Vegetation, dem richtigen Verhältnis von Wasser und Sonnenlicht und natürlich genügend Futterquellen. Doch eines Tages fand ich die Echse tot darin liegen. Das Wasserniveau war viel zu hoch. Und da, wo sie verzweifelt nach Luft gerungen hatte, waren Kratzspuren im Glas. Und du hast ihr die Schuld dafür gegeben. Das hab ich, damals. Erst später wurde mir klar, was meine Schwester getan hatte. Sie hatte einen Eisblock in das Gehege eingelassen, der langsam geschmolzen war. So war die Echse gezwungen, immer höher zu klettern, bis es zu spät war.
Wenn sie sie einfach hätte töten wollen, hätte sie es tun können. Aber das ist nicht ihre Art. Boah. Aurelia wollte, dass mir die Schuld gegeben würde. Nur gut, dass wir keine Echsen sind. Scharf beobachtet. Aber jetzt, ich frage mich, wie hoch das Wasser wohl schon gestiegen ist. Coole Methode. So, wollen wir weiter? Ja, jetzt können wir. Let's go. Gut. Ah. Oh. Verdammt! Du solltest mal dein dummes Gesicht sehen. Der Kammerdieb! Wie abgemacht! Danke. Nicht schlecht, Baronin. Aber du schuldest uns einen Schlüssel. Ich arbeite gerade daran. Na, und ich will dich nicht stören. Ist schön, mir die Geschäfte zu machen, Kammerjäger. Das ist super. Oh, wir konnten uns ja noch nicht so richtig kennenlernen, was? Tai hat die meiste Zeit geredet. Sie ist speziell, was? Als wäre sie das Zentrum der Galaxis und der Rest von uns umkreist sie nur. Doch, das ändert sich. Sieh mich nur mal an. Ich habe mich noch nie so gut gefühlt. Huh, was ist das? Was ist das? Deine Sirene? Sie wusste nicht, was sie hatte. Mit dieser Kraft kann ich die Sterne vom Scheiß Himmel holen. Weißt du, Taryn will dich weiter mitspielen lassen. Ja, ein wenig Konkurrenz stachelt unsere Anhänger an. Aber ich steige aus. Nein, nicht mit mir. Keine Lust mehr auf Reste vom Tisch. Zieh deine Waffe, Abschaum! Hä? Ich bring dich um! Komm und hol mich, dreckiger Bastard! Neuer Plan. Du durchsuchst den Böllensaal und ich lass dieses Rattengesicht hier herumlaufen wie einen Jabba, der in Flammen steht. Oh, ist ja auch so mal eine Kanone vor die Füße geworfen. Habt ihr nicht eine Ahnung, wie man die Emotes macht? Wisst ihr das? 5 Taste gedrückt halten. Was für eine Taste nochmal? Option, Starttaste gedrückt halten. Achso, ja, genau. Ah, okay. Dann kannst du auswählen. Ah. Boah, fast down, ey. Leckt mich fest. Ich bin down. Oh, ich auch. Alter. Ich glaube, ich schaffe es nicht, Nee, ich auch nicht. Scheiße, gut. Ganz knapp. Fast hätte ich einen Tod gehabt. Nein, mein schönes Geld. Oh, das ist so übel. Ja. Willkommen zurück, mein Mädchen. Oh, ich weiß nicht, wir sind bestimmt noch mal 20. Nein, nur 19. Ich 10.900. Oh, ich hab wieder nur 98.000 Gold. Ich glaube, wir müssen mal, wenn wir hier fertig sind, aufs Schiff. Also langsam. Ah. Heftig. Boah, aber viel cooles Zeug. Oben. Ich werd alles geraubt. Alter. Du hast aber alles schön platt gemacht. Ich hab's versucht auch die platt zu machen und euch dann zu heilen, aber das ging dann nicht. Nee, das waren sehr viele, ja. Oh, da kommt noch mehr. Perfekt. Wo ist er denn? Fuck. Hab ich schon. Ah. Ich hab nur gewundert, wohin ist. Kinder der Kammer, wacht endlich auf und fangt an zu schießen. Tötet den Kammerjäger. Hier oben kommt man nicht durch. Oh, ist doch schade. Ach, ein Goliath. Was? Ah, Waffe zu warm. Oh, bei mir. Ich bin hinter dir, ja.
haben hier irgendwo links noch ein... Mag sich wer die Kiste ansehen? Ausrufezeichen. Das ist er. Gefeuert! Aurelia eliminiert die Hilfskraft. Was verbirgt sie? Wir haben hier eine Leiche, Wainwright. Aber das ist ja Baldrin, unser Butler. Er wusste, wo alle Leichen begraben wurden. Und jetzt hat er sich ihnen wohl angeschlossen. Mein Vater hat ihn immer verdächtigt, unsere Gespräche aufzuzeichnen. Mal sehen, ob er auch sein eigenes Ende aufgezeichnet hat. Wie kriegen wir die Truhe hier auf? Depot entdeckt! Wer ich weiß ja. Das? Bitte. Oh, keine Ahnung. Ich hab die noch nicht mal gesehen. Wahrscheinlich wieder. Wahrscheinlich erst wieder, wenn wir einen Quest-Fortschritt erledigt haben, wie voll mit dem Kühlschrank. Nee, hier geht ein Kabel lang. Warte, Kabel. Ja, sicher. Oh, ja, du hast recht. Nee. Warte, benutzen. Warte mal, jetzt geht's hier hin, jetzt geht's runter. Ah, oh, hier, das oder? War Geld. Ah, nee. Ja, nee. Die Statue da ist verwandt. Es geht unter den Tisch. So, ich hab die Statue jetzt kaputt gemacht und Knopf gedrückt, ne? Um ihn zu öffnen. Hier noch eine Statue? So eine Statue im Kopf? Kabel? Auf einen muss ich gerade schießen. Also ihr müsst dran gehen und dann müsst ihr Viereck drücken. Oh, hier ach hier. Ich. Oder? Jo, alle was drei grün. Jo, perfekt. Ah, was für ein Glück. Eine Kiste. Oh, wow. Nun, okay. Echo. Hat sich ja gelohnt. Perfekt. Aber bevor ich dich erschieße, sag mir, wo hat Montgomery Jacobs den Kammerschlüssel versteckt? Ich habe nicht die leiseste Ahnung, was ihr meint, werte Baronin. Ich habe 4 Generationen in der Villa Jacobs ehrliche Dienste geleistet. Und ich beabsichtige dies auch weiterhin zu tun. Es sei denn, ihr wünscht, dass die ganze Welt erfährt von eurer Liaison mit... Leider ist das Einstellungsverfahren zurzeit auf Eis gelegt. Baldrin war auf seine Art ein loyaler Diener. Wenn er belastendes Material gegen Aurelia hatte, hätte er es dem übrigen Personal zur Verwahrung anvertraut. Sieh in den Dienstbotenzimmern nach. Okay. Ihr wisst, was zu tun ist. Ach, die ist stärker. Okay, dann nehmen wir wieder die. So. Kiste da drüben. Ah, 2 Schuss hat die nur. Sehr schön. Na toll. Oh. Ein schöner Sniper. Komm zurück, Jacobs! Hey, Rattenjunge! Bist du nicht der, der immer an der Zitze seiner Schwester nuckeln muss, um zu überleben? Stirb im Dreck! Ah, okay. Coole Verstecker haben sie hier. Kommt man da hoch? Nee. Ich glaube nicht. Oh, da oben ist was. Ich sehe das. Ich sehe es. Wie kommst du? Nee, ich komme ja nicht hin. Von hier drinnen vielleicht irgendwie hin. Was geht schon wieder los? Wow. Oh, hi. Der nächste bitte. So. Boah, hör auf, aua. Das klang gerade sehr lustig. Boah, das. Was war denn das? Ach, das war deine Eisattacke wieder, ne? Ja, das war mein Eis. Wie machst du das?
Das ist. Später kriegst du dann durch Mission irgendwie einen Granatenmod und dann hast du die auch. Ach, okay. Das ist nie dann der Granatenmod. Aber du musst die Granate drin behalten, ja. Sonst ist er auch wieder weg. Wie meinst du? Na, das hängt doch jetzt mit deiner Granate zusammen, ne? Ja, genau. Und wenn also ich dann irgendwann eintausche, dann ist das weg, genau. Ach so, okay. Ich bin gerade überlegen, wie kommen wir da hin? Aber im Moment habe ich halt keinen anderen oder keinen besseren. Daher. Hm. Wie viel Schaden machen die? Die machen nicht so viel Schaden, warte mal. Oh, was ist denn hier los? Boah, hier ist gerade ganz viel rausgehüpft. Hier. Hier liegt gerade. Ja, ich habe eigentlich da so ein Beutedingens getötet. So ein. Ja, yeah, und ich habe jetzt einfach mal drauf gedrückt. Jetzt ist alles rausgeflogen. Kapazität. Was ist die Sache? Ja, falls ihr noch Truhen braucht, hier ist auch noch eine. Ich sehe schon, ihr seid aber schon ganz woanders. Junge, 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 diese Jugend hier. Das sind die COD-Spieler, die preschen vor. Ja. Schlimm. Immer diese typischen Klischees. Ja, was ist das? Ich kann bei deinem Haustier berühren. Was passiert da? Mit Glück schmeißt das dir entweder Waffen oder Granaten hin. Wenn du dann keine mehr hast, kannst du es dann aufsammeln. Geld, Achtung, oh. So. Dann lass mal hier kurz gucken, wie irgendwas ist. Ja, hier gibt's ein bisschen was. Was ist da drüben? Wart ihr auf der anderen Seite beim Kamin schon? Auch unten? Warte mal. Also ich war unten auf der linken oder rechten Seite, je nachdem wie ihr guckt. Okay. Ja, da war ich ja mit dir. Aber da ist ich eigentlich bin ganz unten, da sind noch Gegner. Oh, ja unten vielleicht da noch. Na, wo rennt er hin? Oh. Lauf mal hinterher. Ja. Ja, lauf einfach weg. Ja. Sind bis 28. Oh. Yay. Yeah. So. Jetzt ist die Frage, wie kommt man wieder hoch? Ah ja, da. Überall Treppen. Ja. Hab ich jetzt auch gerade gemerkt. Oh, hier ist eine Kiste. Mit Geld. So. Die Wut des Himmels. Was soll ich hier? Oh, hi. Alter,
Oh, Vorsicht, ein großer. Wie viele Gegner hier auf einem Platz sind. So krass. Die merken, wir sind mehrere. Oh, wir haben da hinten Geschütz. Jo, Geschütz ist weg. Die hatten ein Geschütz. Na, wo ist er denn? Ach da, oh, noch eins. Was hast du bei deinem Roboter ausgerüstet an Waffen? Beide Miniguns. Beide Miniguns. Ja. Und dann halt die passiven Fähigkeiten, dass die Miniguns nicht ganz so schnell überhitzen und noch eine Sache. Warte. Kurz nach. Eine Minigun habe ich jetzt auch drin und halt die lenkbaren Raketen, aber die lenkbaren Raketen weiß ich nicht. Ich habe auf der einen Seite, dass die nicht so schnell überhitzt und die andere, dass die... Ah ja, genau, die Hitzezunahme wird auch reduziert. Plus, es gibt eine Kyro-Schaden-Effizienz. Also, ach ja, genau, die habe ich auch drin. Ja, 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 ja. Dass die einfrieren dann, ne? Ja, genau. Die zwei Sachen habe ich drin. Was haben wir noch? Oh, Slots. Hier ist eine Kiste. Ich suche Capret. Was? Kiste? Wo ist Kiste? Bei mir hier unten. Ach da, gut. Warte, war ich ja wohin? Ja, ich warte auf euch. Ich spiele hier kurz Slots mal. Ich glaube, Claptrap ist oben, ne? Nee, der wird mir hier unten angezeigt. Diese verfluchte Harpie. Was ist das da? Warum? Wo kommt das her? Hä? Ja, du hast recht. Ach, hier liegt der Ball. Dreimal. Oh. Das glitzert da immer. Ja. Die müssten ja eindeutig mal ein paar mehr Waffendinger hin tun. Ich bin schon wieder voll. Ich weiß nicht, wohin hier mit dem ganzen Scheiß. Schon 20k in Slots reingebuttert? Perfekt. Kann man machen. Geht schnell. Eine Umdrehung kostet 2000, Junge. Ich spiele an zwei Automaten gleichzeitig. Boah. Oh, Schmutz. Ja, sparen ist das Motto. Schmutz. Hätte es jetzt geholfen, Real Talk, du hättest die Waffe bekommen. Ach komm, gut. So, wir haben oben noch irgendwo ein Audio-Log, ne? Ja, das ist, der ist da drin. Was ist das denn? Ups. Hey, komm hier drin. Willst du sehen, was deine tote Sirenenfreundin nicht geschafft hat? Ja, spüre, wie dich meine Kraft okay. Alter, ist der groß. Boah. Sieht aus wie der Hulk, nur ein lila. Aber übel. Oder Dr. Mundo. Ah, ja. Ja, ja. Dr. Mundo kommt hin. Boah, der ist so stark. Das ist so unnormal. Ich kann die jetzt auch noch mit seinen Kräften versorgen, das finde ich aber echt sehr uncool. Ach, bleib hier. Boah, boah, was?
Oh, aber trotzdem leben. Ja, nett. Aua. Oh mein Gott. Ab dann? Oh, Feuer, 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 pass auf. Bleibt. Boah, 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 vor allem die Kleinen noch dazu. Lass kurz ihr Shit. Ja, moin. Ich bin gleich tot. Aber ich kann mich hochheilen. Kein Stress. Ja, oder? Alles gut wieder. Und wieso ist der immun? Ja, da ist sie immun gegen Eis. Ah, alles klar. Nein, ich will hier weg. Oh. Gleich down. Okay. Gleich down. Da. Oh nein, ich sterb. Erdwert. Ja. Oh. Messer den einfach. Also von dem habe ich auch eine Legendary bekommen. Und hat jemand ich was? Ich hab ja auch. Ja, ich hab eine. Was? Das ist eine, so ein Sturmgewehr? Ja, ich glaube ja, es war eins. Ich gucke gleich mal. Von Jacobs? Ich glaube ja. Ich nicht. So, warte mal, ich gucke mal. Warte, ich schmeiß dir einfach gleich kurz raus, dann kannst du mal kurz vergleichen. Hä, wo hab ich die denn jetzt? Level 30 oder so. So. Was ist denn meine? Guck mal, ich hab, ich hab die Waffe mit 21 bekommen. Lul. Pitch, pitch, also nur mit roter Schrift steht Pitch Pitch da. Oh, dann werfen wir mal kurz raus. Lass mal kurz vergleichen. Weil die habe ich bekommen. Ja, ja, doch, ist die gleiche. Aber guck mal, du hast die einfach viel höher. Ja gut, ich bin 28, ne? Ja, ja, genau. Aber guck mal, wie schnell ich dann einfach hier war. Du... Krass, ey. Ja gut, du hast ja, du hast gesagt, du hast dich nicht so krass umgeguckt, ne? Ja, ja, genau. Aber dann will ich mal kurz mal vergleichen. So, wie kommen wir denn jetzt hier hoch? Kommen wir hier hoch? Ach, hier kommen wir hoch. Die macht zwar weniger Schaden als ein Sturmgewehr, aber sie fliegt ja halt. Das ist die, die fliegt, ne? Nee, nee, das ist nicht die, die fliegt. Das ist, wenn du drauf schießt, dann, prallt das quasi so ein bisschen abmäßig und dann, entsteht wie so eine Art, wie kann man das sagen, so Explosivschaden. Im Kreis, im Radius. Okay. Schwer zu erklären. Keine Ahnung. Es ist ganz so. Ah ja. Hier ist die Kiste. Na, hochgekommen. Gibt's Stufen hinten? Gibt's eine Treppe nach oben? Oh, hier ist eine Treppe nach oben. Du meinst jetzt hier, wo das Gesprächsding ist? Perfekt, danke. Zwei Titanen ihres jeweiligen Gebiets treffen sich auf Eden 6, um eine Kammer zu finden. Das ist nur, wenn du auf einen Gegner drauf schießt, dann wirst du den Effekt sehen. Ja. Oh, eine Lina, ne? Maliwan. Ich vermute mal, das ist ja auch ein Rätsel. Wenn es richtig aktiviert, kommt da wahrscheinlich auch wieder so eine schöne Überraschung oder so. Ja, ich bin mal lieber ruhig. Weißt du das? Ja, ja. Das ist aber so eine reine Nebenquest, ist das jetzt, ne? Ja, also. Ich sag einfach nix. So, es gibt. Was müssen wir jetzt machen, genau? Wir müssen jetzt die Requisite rausfinden, was wir brauchen. Ja, genau. Und, die Requisite findet ihr ja hier irgendwo im Raum. Als großen Aufsteller oder eher als Beschreibung? Eher als Beschreibung. ein Urwald, ein Dicker und ein Affe. Der Dicke und der Urwald ist richtig. Können das linke ein Affe werden? Ich teste. Ist das ein Affe? Nein, das ist aber komplett falsch. Also, bis jetzt. Weil hier ist nämlich ein Bild mit einem Typen, mit einem dicken Typen im Urwald und einem Affe mit Hut. Monkey.
Nee, Monty gets Buddha, Butler. Ja, aber guck dir mal auch andere Bilder an. Okay, ich guck mir nochmal anderes an. Okay, hier ist Typhon de Leon. Eins von denen muss richtig sein, oder was? Und hier ist Handsome Jack. Soll ich dir helfen? Also das linke ist jetzt richtig und das rechte auch. Ja, das habe ich hier oben auf dem Bildschirm gesehen. Ja. Das der Hintergrund muss noch richtig werden. Der? Wenn du meinst, du bist fertig, dann musst du bestätigen. Rechts. Du hast es geschafft. Ich halte auf der Bühne. Also das Bild liegt eigentlich genau hier vor den Schaltern. Alles klar. Ja, genau. So, also hier ist jetzt eine Falltür. Kommen wir dann wieder hoch? Ja, ne? Ja, kommen wir, ist eine Leiter. Wonach jage ich hier unten? Ich bin mir nicht ganz sicher. Mein Vater sagte, er habe alle seine Aufzeichnungen dort unten aufbewahrt. Such nach etwas Aufzeichnungsähnlichem. Danke für die Tipps. Ach, kein Stress. Das hättet ihr auch so geschafft. Also, das war ja sowas von einfach. Naja. Da fand ich das, René, da fand ich das Rätsel, wo wir das Vieh befreien wollten, schwieriger, wo wir den Bug hatten. genau. Aber hör mir auf damit, ey. Was ich euch zugeschaut habe und da dieser Meat Slab, also Brick, wo er festgesteckt ist da in der Tonne, Junge, ich muss das so machen. Das war auch gut. Ja, aber das war, das andere war krasser. Das war einfach legendär. Also da gehst du in so einen Raum und da sollst du irgendeinen Typen finden, Lila, der Experimente gemacht hat. Und dann sind wir dort dann sollten wir dort dann in den Raum gehen und haben den, hat einer durch die Tür gesprochen, ja, hier, der hat mir geholfen. Ihr müsstet den finden, müsstet dafür aber erst die Plage beseitigen. Ja? Dann sind wir dann in die Räume gegangen und im Normalfall habe ich dann gesehen, kommen dann halt die ganzen Viecher an, die du dann abballern musst. Wenn du die abgeballert hast, dann funktioniert das alles erst. Und bei uns kamen die Viecher aber nicht, also die Viecher waren nicht da. Also man kann hier schon weitergehen, gell? Ja, genau. Ja, genau. So. Natürlich. Mit Aufzeichnungen meinte er seine Platten. Diese Scheibe ist so alt wie die Jacobs Corporation selbst. Und ich habe den einzigen Ligno-Plattenspieler im System. Wenn er mir eine Nachricht hinterlassen wollte, ist sie da drauf. Bring sie zurück zum Jagdhaus, Kammerjäger. Habt ihr Killerwolf schon besiegt? Bin auf dem Weg zurück warte. Killerwolf, der mit dem Elektrotypen da? Ja, mit Moxie und diesem Battle Royale. Ja, das war der zweite Boss. Okay. Das für ein Dreck hier. Blöde Granate. Das ist so ein schwerer Boss, finde ich. Fand ich jetzt nicht so. Ich fand den eher human und witzig. Gut, wir haben es auch zu zweit gespielt. Denk dran. Ja. Oh, hier oben ist was. Ich glaube, ein Echo. Ja, aber die Kisten da rechts, genau. Sieht aus wie ein Echo. Oh, gut. Huch, das war's schon. Aber ein kurzes Echo. Na, was wurde gerade gesagt? Ich habe gar nicht zugehört. Er hat nur, im Echo hat er nur Nein gesagt. Nein. Genau. Ah, das meinst du. Ist ja übel. Ja, genau. Alter. Ja, das macht doch Spaß. Könnte ich nur ohne diese Waffe leben. Ist klar. Friss meine Granate. Au. Was ich jetzt nicht verstehe, warum die Gegner alle unter mir sind und nicht mehr über mir. Sonst waren die Gegner mal zwei Level höher als ich. Jetzt sind sie meistens so zwei Level unter mir. Oh. Soll ich den Schwierigkeitsgrad hochnehmen, René? Ich kann auch schwer stellen, wenn du möchtest. Nimm nicht immer alles so Wort für Wort. Doch. Man sieht ja, was da grießvoll ist. Hast du es leichter gemacht? Nee, ich bin auch normal.
für ein richtiges Greedfall, ne? Borderlands erleben. Ja, das habe ich leichter gemacht. Das war mir zu OP. Aber erst war schwerer. Das war übel heftig. Ich überlege, wie viel Tränke und so ich da jetzt schon so alles aufbrauche. Wie viel brauche ich denn dann, wenn ich schwer spiele? Du hast ja erstmal auch schwer gestellt, nachdem alle gesagt haben, voll leicht. Voll leicht, ja. Bis ich dann die Giftviecher gefunden habe. Dann war es nicht mehr leicht. Kenne ich. Sie war die Servierassistenz. Hat immer dafür gesorgt, dass mein Vater ein volles Glas hatte. Such sie. Huch. Vielleicht weiß na? Sie, wo das Material 29? Ja, ich bin 29. Beige. Ja, wir kommen jetzt zu der Kiste. Hallo? Seid ihr nicht hier? Doch. Aber ich kann die Waffen nicht auswählen. Schon bekannt. Wieso könnt ihr die Waffen nicht ich. Hä? Ich kann nur eine Waffe nehmen. Wie laut das aussieht. Guck mal. So los. Ich kann die auswählen. Kann ich noch eine Waffe wegschmeißen? Ach jetzt. Hä? Das ist von Scheiße, ja. Mann, aber wieso kann er. Oh, das haben sie mit der Anzeige haben sie echt ein bisschen dämlich gemacht. So. Ja. Okay, den Sniper kann ich nicht nehmen. Doch, kann ich nehmen. Kann dann mache ich nochmal schnell meinen Skill Point. Kann ich alles nicht nehmen. Was bist du jetzt? 29, oder? Ja, ich bin jetzt 29. Mhm. Habt ihr diesen einen fliegenden Boss schon gemacht? Ich weiß nicht. Das große Auge? Nee, der so ein bisschen aussieht wie so ein Kampfengel. Nee, ich glaube nicht. Nee. Ich weiß nämlich gerade nicht, wie es in der Story weitergeht. Ich habe gerade keine Ahnung. Wir sind, glaube ich, einmal wieder zurück, oder? Wir sind ja jetzt hier. Wir sind hier fertig. Ja. Geht's ja nicht weiter. Ja. Ja, also eigentlich könnten wir schnell reisen. Jacobs Anwesen, glaube ich, müssen wir, ne? Oder? Ja, warte, wenn du guckst. Ach ne. Hochmoorbecken. Doch, Jacobs. Du musst. Ja, du musst knotiger Gipfel. Na dann, einer mach. Ja, mach. Achso, so. Ja, wenn du gerade drinne bist oder Bloodline, ist mir egal. Oh, René, du. Ich bin nicht drinne. Ich bin nicht drinne. Ja, okay, mach ich. Ich will jetzt meinen ganzen Scheiß da mal verkaufen. Und ich gehe ein bisschen in. Achso, nein, wir gehen ja gar nicht nach Sanctuary. Schade. Ja, das könnten wir eigentlich machen. Eigentlich ich wollte hier ein bisschen Slots spielen, habe ich schon lange nicht mehr gemacht. Auch mal wieder das ganze Geld ausgeben. Ich habe ja heute erfahren, dass man bei diesem, ich weiß gar nicht wie der heißt, dieser eine Verrückte damit, bei dem man Sachen mit Iridium kaufen kann. Wie heißt der nochmal? Oh, genau. Kann sein. Der hat so gesalbte Waffen und die haben so bestimmte Fähigkeiten und du musst die einfach nur in den vier Slots haben, dann kannst du immer von ihren Fähigkeiten profitieren. Also beispielsweise. Hab die eine gesalbte Waffe, keine Ahnung, wenn du fertig bist mit deinem Action-Skill, dass du dann 200% mehr Nahkampfschaden machst oder so. Für eine kurze Zeit. Boah! Echt? Ja. Ich kann immer noch nicht glauben, dass die Kalypsos meinen Vater ermordet haben. Ich muss meinen Plattenspieler zum Laufen kriegen, aber du weißt, dass Aurelia die Scheißfanatiker. Ich hab schon wieder so viele Mails, ne? Ich hab auch gar nicht wieder wollen, um die Kammer zu öffnen, brauchen wir eine eigene Armee. Einen Jacobs. 5 Mails habe ich schon wieder. Es ist Zeit, Eden 6 zurückzuerobern. Und wir fangen mit der Stadt Reliance an. Ich habe einen Revolverhelden namens Clay angeheuert. Das war kalt. Ja, habe ich auch gerade bekommen. Ich vermisse meine Packfreunde. Ich werde. Oh, warte. Der Hemlock nehme ich nochmal Antiquest. Als mich die Kinder der Kammer eingesperrt hatten, habe ich mich einer Bande angeschlossen. Ich würde dann gleich mal nach Sanctuary reisen. Gute Leute, Freiheitskämpfer und Verbrecher meist beides. Könntest du wohl nach ihnen sehen? Du findest sie im Gefängnis.
geht nicht. Emil. Oh, sorry. So los. Das ist komisch, ne? Der Einzige, der nach Sanctuary will. Und dann bin ich die ganze Zeit im Menü. Perfekt. Conan Exiles haben sie gerade Werbung für gemacht. Auf Instagram. Free on Steam dieses Wochenende. Ja, nicht schlecht. Ich habe keinen Bock mehr, seitdem ich die Gottesanbeterin hatte. Ich habe sowieso nicht lange gespielt. Wieso kriege ich hier Sachen für dich? Gottesanbeterin tat weh. Lass mal verkaufen hier. Ich nur Scheiß. Also ich muss erstmal ein paar Sachen hier in meinen Spind tun. So, die tun wir rein. Die Pump würde ich gerne. Oh, die hat keine rote Schrift, die hat keine rote Schrift. Die auch nicht. Sehr schön. So, ich kann nicht rein tun. Okay. Ich glaube, ich muss mich hier mal von ein paar Sachen trennen. Ach, jetzt. Mit Verkauf, wie viel Kohle habe ich dann wieder? Oh, 153.000. Ich hab 2000 ich mir, im Moment. Kann ich mir den Rucksackbeutel kaufen endlich? Stimmt, das kann ich auch mal machen. Alter. Tim. Na? Du die 81.000 bezahlt hast, ne? 210. 243.000. Boah, Alter, leck mich fett. Also wenn du kein SDU kaufst, bist du so gut wie tot. Nur meine Meinung. Boah, heftig. Ja. Viel Spaß, keine Rückerstattung. Du hast zwei Möglichkeiten. Ein SDU kaufen oder nicht. Tu es einfach. Bis an die Zähne bewaffnet. Ja, jetzt habe ich eigentlich so fast. Hey, wieso kann ich nicht an mein Safe gehen? Wieso geht das nicht? Nicht deiner ist, vielleicht hast du einen anderen Raum. Wenn du dich verhaust, hast du einen anderen Raum. Das kann sein. Müsste rechts in der Ecke sein, hinten. Jo, bin ich. Tatsächlich. Der Ausgleichsspieler. Das kann ich nicht auf einen Spitz gehen. Ich wollte halt mir deine Sachen wegklauen. Ja, ja, klar. Da ist nicht viel drin, das ist ja das Gute. Nimm ruhig. Bestimmt lagerst du da die weißen Sachen. So richtig ja, das, schöne Geschätze. Das Graue. So, die zwei, drei Gold kosten. Was ist das denn hier für ein Ding? Schüsse bis defekt. 42, 2. Okay, kaufen. Mal gucken, was dieser Earl hat. Ich guck's mir jetzt mal an. Okay, die kann weg. Diesmal war der schwarze Balken komplett leer, ne Tim? Und ich habe hier bestimmt 6 Sachen drinne gehabt. Oh, hier ist meine Pistole verkauft. Ah, egal. Fast alles nur Schilder. Ja, hatte ich vorne auch. Alles nur Schilder drin. Ich will ja diese goldenen Schlüssel ausgeben, ne? Aber ich bin noch nicht Level 50, deswegen will ich es dann doch noch nicht machen. Das ist ja.
Ja, weil mit den goldenen Schlüssel kriegst du auch nur lilane Sachen, also. Ja, aber haben oder nicht haben. Ja. In dem Fall. Aber mit Level 50, glaub mir, dann farmst du nur Orange. Von daher ist nicht so schlimm, wenn du jetzt mit goldenen Keys was aufmachst. Ja, kriegst du auch bestimmt immer wieder irgendwo welche. Ja, genau. Vielleicht sagt er, oh, macht's mir doch nicht so schmackhaft. Ja, ist er doch so. Hallo. Jagen tut mir gut. Man wird gerne nachlässig bei Konzernarbeit. Hä? Ich kann mit irgendjemandem hier unten reden. Ach, mit Kleppertrepp. Yay! Hallo? Ich Hallo? Ein bisschen aus wie Lila von Futurama. Ja, ja. Du machst es komisch. Stimmt, Lila oder Lila, wie sie heißt. Ja, Lila. Ich hab schon wieder eine Legendary aus dem Dingens. Aus dem Automaten. Oh. Was muss was sein? Das habe ich gerade nicht ganz verstanden. Kevin sein oder irgendwie sowas. Oh, ich habe ein nettes Schild jetzt. 1852. Das geht klar. Das ist, okay, das ist cool, ne? Ja. Wenn ich hätte noch eins im Abverkauf. 1490. Na gut. Aber der Schmuck muss ich versuch nochmal mein Glück am Automaten, mal schauen. Das wäre jetzt krass. Was zur Hölle ist das für ein dreckiges Mistvieh? Das ist Kevin, mein bester Freund. Ah, ist das die Quest, wo sich Kevin total vermehrt und man muss auf das Schiff ganz viele Kevins suchen? Ja. Keine Ahnung. Ich habe Kevin noch nicht gesehen. Wer ist Kevin? Ich muss ihn einfrieren. So ein Monstervieh, warte. Das müsst ihr mit der Waffe machen, die ihr für die Quest bekommen habt. Ja, haben. Beziehungsweise eine andere Eiswaffe. Kann ich nicht auch mit meinen Rex? Meine Rex sind ja auch mit Kyro. Ja, dann geht's auch. Der ist so geil. Ja, aber ja, was ich eigentlich meinte, fangt diese Kevins ein und werft sie ins All. Fangt diese Kevins ein. Boah. Claptrap mag diese Kreaturen, weil er es kann. Oh, ich hab eine. Aber es ist eine echte Plage und wir müssen sie loswerden. Eine von sechs, okay. Oder hab ich irgendwas? Noch einen. Vereist. Ja, hab einen. Boah. Okay. Kevins Claptrap, es sind seine Nachkommen. Dann werden wir sie auch entsorgen müssen. Nein, er ist mitkommen, oder? Ja, ist er wirklich. Das sind so gut wie alle. Einmal fehlt noch. Wo sind da? Ich stehe vor einem. Ich laufe ihm schon hinterher. Dahin. Ah, da. Perfekt. Gute Arbeit, Kammerjäger. Meine Mission ist eine coole Waffe. Schade, dass sie so schwach ist. Um ihre Ausrottung zu sichern, musst du sie in das gnadenlose Vakuum des Alls werfen. Entsorge die Kevins.
Entsorge die Kevins, aua. Also wenn man Kevin heißt und das Spiel spielt, dann spätestens jetzt bringt man sich um. Das ist echt übel, ey. Entsorge alle Kevins. Wie übel. Schöne Aufgaben. Siehste, perfekt. Noch fünf nehmen. Die Kevin-Komplexität. Perfekt. Hallo. So, dann können wir jetzt rein theoretisch wieder zurück. Hallo, machst du ein bisschen Kaffee? Ich bin mir gerade immer noch unsicher, ob die Waffe OP ist oder nicht, die ich jetzt bekommen habe. Ich weiß es nicht, guck mal, wenn ich irgendwo hinschieße. Boah! Ist es stark? Was glaubst du? Boah, müssen wir den Kampf mal austesten. Auf jeden Fall, wenn da so viele sind, ist das auf jeden Fall geil, dass die so einen Flächenschaden Tim. Macht. Hä? Was? Hier, Hammerlock, sein Zimmer. Ja, warte, ich bin. Ah. Wo hängt das Ding? Hier überall hängt was, was wir schon erledigt haben. Größeres. Aber für unten hat man noch nichts für einen Frachtraum, ne? Wir finden uns ja auch noch Dinger. Ach, hier ist der große vom letzten Mal. Hochmoorbecken, genau. Ach jo, hier. Ja, was macht man da? Sorry, ich habe das noch nicht gemacht. Solange, wenn du hier Hammerlock befreit hast und gerettet hast, lässt er sich ja hier nieder, ne? Wenn du dann halt okay, große Boss-Tiere machst. Ich mir jetzt an. Ja, okay, ja. Wenn du große Boss-Tiere erledigst, dann werden deren Köpfe hier aufgehangen. Oh. Trophäe. Ja, okay, ja. Ja. So, die Karte. Wir müssen wieder nach Aiden 6. Hochmoorbecken und da unten hin. Okay. Das heißt einmal hier hin. So. Und zurück nach Aiden 6. Habt ihr schon so eine Seuche aufs Schiff geholt? Nee, noch nicht. Hä? Nein. Hä? Nee. Was ist das denn? Vorher sind wir immer zum Arzt gegangen. Nee, also... Ich habe mich halt irgendwo oder angesteckt in einem Sumpf an so einem Psycho. Echt? Der fand mich halt zu geil. Er fand meine Maus zu geil. Okay. Nee, wir lassen uns mal nicht. Checken. Hä, und die hast du damit aufs Schiff gebracht und dann? Nein, sorry, ich will nicht spoilern, alles gut. Jetzt musst du es erzählen, also kann man das auch noch machen. Nein. Naja, das ist eine Hauptmission, also ich wusste halt gerade noch nicht, wo ihr seid, weißt du? Ist das noch so weit hinten oder wohl? Müsste man eigentlich auch. Ja, ihr seid dir. Mega weit hinten. Wir lassen uns Zeit. Ja. Wir wollen bis zum Ende das Story Level 50 haben. So, ich glaube, das schafft ihr sogar. Siehst du? Egal wer, ihr werdet so. Diese Tim, das schaffen wir. Das wäre auf jeden Fall lustig. Wo sind wir denn hier? Links, oder? Ich mach gerade die Map auf, aber mir leckt's gerade. Die lässt sich nicht so aus. Hoppala. Ja, ist aber richtig. Sehr schade, dass man die Dinger hier nicht umfahren kann. Ah, nee, stopp, wir wieder in die andere Richtung. Die Tür ist ja nicht offen hier. Ja, aber dann hier einfach über die Seite springen, oder? Geht das? Wir haben es vorhin probiert, wir haben es nicht geschafft. Na gut, wir haben. Ja.
Aber vielleicht, wenn also wir wieder. Warte, könnt ihr aufs Auto? Warte. Nee, ne? Man kommt aufs Auto nicht mehr draufgesprungen. Nee. Warte doch, warte. Oh nee, man rutscht wieder runter vom Auto. Ja. Also wieder zurück und dann über die Brücke. Ey. Der Stärkere hat Vorrang. Ja. Links. Ah, ich hasse diese Wurzeln hier. Und immer links. Was, immer links? Ja, so jetzt wieder gehen. Ja, genau. Links. Rechts. Also über die Brücke. Und dann über der Brücke wieder nach links. Du hast also das neueste Mitglied unserer wachsenden Familie getroffen. Aurelia, dieses Miststück ist eiskalt. Sie hat versucht, ihren eigenen Bruder Straßenverlauf folgen. Zu töten. Kannst du dir das vorstellen? Wir nähern uns jedenfalls der großen Kammer. Wer sie öffnet, wird jetzt links. Oder? Oh. Ganz ruhig. Ich bin kein Kämpfer. Nein. Bin eher ein Menschenfreund. Gab's den schon in irgendeinem Teil? Hier drüben, Kammerjäger. Ne, den gab's nicht. Okay. Müssen doch mit dem sprechen, oder? Stimmt. Ja. Ich schätze, wir beide sollen einen Jacobs-Widerstand gründen. Magst du mir verraten, mit wem ich es zu tun habe? Mose, ich töte für Beute. Und zum Spaß. Und für Gerechtigkeit und so. Also durchs Vordertor kommen wir nicht rein. Ich kenne vielleicht noch einen Weg. Folge mir. Komm doch gerade raus. Meiner Erfahrung nach braucht ein Widerstand zwei Dinge. Hoffnung und Waffen. Aber vor allem Waffen. Also werden wir diese Stadt befreien, den Waffenvorrat plündern und die Jacobs-Waffen wieder in Jacobs Hände legen. Keine Ahnung, was dir Wainwright über mich erzählt hat, aber das ist jetzt egal. Wir müssen eine Stadt befreien und Banditen töten. Hä, wo soll er hin? Ach, da. Meine Mama hat immer gesagt, Clay, ich hab dich so genannt, weil du... Ja, ich kann's noch. Komm schon. Sie hat mich so genannt, weil ja, ich kann es noch. Ja, es war ein guter, ja, Mann, ja. Guter Übergang. Guter Übergang, ja, Mann. Ja, ich glaube, die Legendary ist absolut scheiße. Ja. Perfekt. Ja. Wem sein Raketenwerfer ist das? Achso, das ist deiner, du. Ich hab einen dran, ja. Als Mac, ja. Keine Ahnung, mit Gewalt. Ja, ich steig mal wieder aus. Und wie kommen wir rein? Ich muss diesen Bastard hier kurz schließen. Du kümmerst dich währenddessen um das Gesindel und befreie auch gleich ein paar Jacobs-Loyalisten. Wainwright meinte, dass die KDK einen Jacobs-Waffenschmied namens Dalton entführt haben. Sag mir Bescheid, wenn du ihn findest. Boah. Ja, wo sind wir? Für Jacobs! Hoffnung Aua. Ist ein ewiger Fluss. Hab ich mal in einem Liebesbrief gelesen. Oh. Wer auf der falschen Seite steht? Im Prinzip musst du dir denken, du bist 7 Level von der Story her hinter mir. Boah! Tim oder ich? Ihr beide. Oder du wahrscheinlich 6. Level. Ich bin. Ja, aber ich bin jetzt 29,5. Ja. Na gut, ich bin 28. Und ich bin. Als ich 21, also Level 21 hatte, war ich frisch hier. Boah. Krass. Der Beste.
kann man machen. Das kann man so machen, ja. Boah, das ist echt hart. Aufmunterung von deiner Kanone. Aufmunterung von unserer Kanone? Oh, dein Tierchen ist so süß. Ja, ne? Ja, komm. Buddelt es und dann vielleicht hast du Glück und schmeißt es raus. Wünsche auch sogar Waffen. Ja, komm, meinst du, ja, komm. Hast du den Waffenschmied dort gefunden? Kein Waffenschmied, nur gewöhnliche Zivilisten. Mist, wir müssen Dalton finden, aber gehen wir erst in diesen Waffenshop. Jetzt habe ich Geld bekommen von dem. Schieß auf die Türsteuerung. Achso. Habe ich schon. Der läuft, kann man nicht drauf pissen. Oh. Vertrau mir da besser, Kammerjäger. Das ist Daltons Depot. Yay, mal wieder ein Raketenwerfer. Wer hätte das gedacht? Mal sehen, ob ich ihn finden kann. Oh, der Wind ist gesperrt. Damit meine ich, ich will nicht erschossen werden. Ja, ist auch gesperrt. Nicht so präzise wie eine Kugel. So, Tim, warte mal. Aber genauso tödlich. Wollte dir noch was geben. Ja. Und zwar das da. Wenn du es brauchst. Dankeschön. Bitte. Ich habe Dalton erfasst, aber jetzt müssen wir erstmal die Stadt sichern. Du bist hoffentlich hier, um zu kämpfen, denn die sind hier. Badass. Psycho. Komm schon, Schlappschwänze. Boah, das sind mir gerade zu viele hier. Ich weiß nicht, wo ich hingucken soll. Mein Gott, ein Schuss. Oh, bist du? Da oben. Ganz oben im Haus, aber ich könnte es schaffen. Jo, hab's geschafft. Hab das gehört? Nee, ne? Nee. Mit meinem letzten Atemzug verfluche ich Claptrap. Okay. Ich glaube, Claptrap hat uns einiges zu erklären. Ja, ich glaube auch. Gut, der ist ja schon ewig dabei. So. Noch von oben. Mein Vieh ist im Hallo, kannst du bitte sterben? Ist doch tot. Da kommen noch mehr. Noch mehr? Nur damit du es weißt, ich habe bereits einige unternehmungslustige Leute angeheuert, um die Schlüsselfragmente zu bekommen. Kostet mich ein kleines Vermögen, das bei einem Nickerchen wieder reinkommt, weil ich sogar im Schlaf Geld mache. In den Saloon! Füllen wir die Becher mit Banditenblut! Hinter dir, Tim! Oh, ja, ich hab's gerade gemerkt! Oh, das sind mir gerade hier ein paar zu viele irgendwie. Ey, hier wird schon überall geballert. Eingang, wo wir reinkommen sind. Ah. Wir nehmen dir, hinter dir. Ne, es ist einer von uns, das ist Clay. Ja, schieß ruhig wieder auf Verbündete. Ja, ne, ist kein Problem. Immer diese Falschaussagen. Ja, schlimm. Heilige Scheiße, wie aus dem Nichts. Sie können aber noch bluten.
Was ist das denn für eine Waffe hier? Achso, ja, das sind die Gegner, die runterkommen. Ja. Ich dachte schon. Das wäre eine geile Waffe. Ja, Mann. Wow. Langarm den Klopper. Oh, meine Brüder und Schwestern der Iridium-Ebene schlägst. Enttäusch uns nicht. Lachen die auch Iridium fallen? Wäre ganz geil. Das wäre echt cool. Was? Treibung geheim? Was? Es regnet Banditen. Schießt blind in den Himmel. Brüder und Schwestern. Naja. Ja, wo sind die denn? Ach da. Ja, ja. Langen Arm. Langen Arm der Klopper. Wahrscheinlich hat er einen kurzen Arm, oder? Ja. So ein Idiot, Junge. Die Flammen des Widerstandes lodern. Jetzt wird es Zeit für einen Scheiterhaufen. So, was ist das jetzt? Hier lang. Spüre die Blutgier. Okay. Die Ehre gebührt dir, Kammerjäger. Das heißt jetzt? Ach, wir sollen nach oben. Okay. Soll ich drücken oder will einer von euch drücken? Du doch, drück. Drück ruhig. So. Haupteingangstor offen. Catch Right aktivieren. Schwarzes Bett aktivieren. Du bist gut. Yay! Aber wir sind noch nicht fertig. Anscheinend haben die KDK Dalton entführt. Er wird in einem Inselknast namens Fort Sonnenschein festgehalten. Ich bleibe hier und halte die Stadt. Du befreist Dalton. So ein Drecksplanet, was? Weißt du, wie man es hier aushalten kann? Mit Alkohol. Und weil boah, nee, Alter. Nur blöd, dass ein paar Jabba die Stromversorgung meiner Bar und übel laut. Bring das in Ordnung. Entschuldigung. Oh fuck, sorry. Klang echt gut. Vergiss nicht zu stimmen. Wie kommst du nicht so? Das war pure Absicht, das habe ich gehört. Eigentlich nicht. So. Gibt's eigentlich einen Waffenladen, ne? Ach doch, hier hinten. Und hier gibt's Läden. Irgendwo. Hinten ist noch ein Waffenladen. Ich brauche irgendwie noch was Neues. Was ist das denn? Ein Sniper, eine Pistole. Aha. Okay, er hat nichts Gutes. So, was müssen wir machen? Begib dich nach Fort Sonnenschein. Finde, sprich mit Clara. Ist die hier irgendwo? Was haben wir noch? Begib dich zum Anboss. Begib dich zum Witcher Pete. Begib dich zum Fort. Sprich mit Clara. Wo ist Clara? Da oben. Wir lass mit Clara sprechen erstmal. Fahren müssen wir noch üben. Jetzt gucke ich dir zu. Ich glaube, wir müssen ja, noch oh, ah ja. So, das war's. Ah, oh, scheiße. Ha. Du kommst da wirklich durch. Nee, du musst ein bisschen zurück und wir müssen zurück und dann durch diese durch den Schlitz hier. Nee, ja, ich bin Holland gefahren. Das ist eine Alpha-Wand. Nee, hab ich geschafft. Echt? Ja. Nur dann bei der Erhöhung, da kommst du nicht mehr weiter. Jacobs Anwesen. Ach, hier müssen wir jetzt wieder hin. Hätten wir das halt vorher gemacht. Lost. Huh.
Na, Tim gibt ja bald Hayabubu, ist ja schon 22,4. Ja, allzu lange geht's nicht mehr, das stimmt. Kein Stress. Wir haben es ja nicht ganz so gut wie andere hier. Ja, also wenn es so weitergeht, dann bin ich mit Level 30 hier schon durch mit der Story. No. Nee, also ich glaube, so schlimm ist es nicht. Hallo Claire. Geht's dir? Aurelia, das eiskalte Miststück hat mich gefeuert. Nicht mal meinen Lohn hat sie mir ausgezahlt. Ich habe nur diesen scheiß alten Wein hier bekommen. Bäh, schmeckt wie Cyanid. Du suchst nach Belastungsmaterial? Ich habe was in der verlassenen Hütte versteckt. Baldwin hat ein paar ganz schön üble Aufnahmen von ihr gemacht. Oh na. Ups. Oh, was ist jetzt? Oh. Das war Cyankali. Ja, ich würde mal sagen, die ist tot. Die Arme, wie sie. Backt sie bei euch auch in der Luft? Ja. Nee, aber ich finde, du hast sie tot geschossen. Nee, bei mir liegt sie richtig. Nee, bei mir mit den beiden Füßen, mit dem einen Fuß auf dem Stuhl, deswegen fliegt sie in der Luft. Nee, bei mir liegt sie richtig. Oh, nicht schlecht. So lost. Das Spiel ist aber fertig. Klar, da kommt auch nichts mehr. Müssen wir jetzt wieder in die. Müssen wir in die Hütte rein, ne? Nee. Da wo wir vorhin waren, wo ich gesagt habe, da könnte was versteckt sein. Da müssen wir hin. Gegner, da drüben! Oh, ich hab hier oben. Diagon! Boah! Hier ist auch eine Kiste. Wo oben? Ah, da oben. Ah, morgen. Grüner Ich bin schon wieder ganz unten. Lohnt sich nicht. Wie kommt man denn da hoch? Du musst klettern komplett. Soll ich das zeigen? Ja. Ich bin da, aber ich hab's schon. Okay. Dann durchs Fenster. Ich bin gerade nur runtergefallen. Nein! Kriechen. Aber wer hätte es gedacht, der Snipe? Ah, Waffe kaputt. Okay, ganz schlecht. Huch! Ich muss sagen, es gibt hier übel viele Sniper, ey. Das ist so heftig, wie viel Scharfschützung wir es hier gibt. Mein Gott. Oh, warte, wer ist tot? Ich schaff es nicht. Holst du? Danke. Oh, sehr vielen Dank. Huch, gut. Ah, hier sind wir wieder. Deswegen sind hier so viele. Oh, Badass Goliath. Warte mal, ich schieße. Oh ja, der hat. Lass den mal kurz hochleveln. Nicht auf den Badass Goliath gehen. Lass mal den kurz hochleveln. So, den Psycho Badass habe ich schon mal getötet. Er tötet mal nicht die anderen. Lass ihn mal kurz aufleveln. Ich weiß, ich keine Granate mehr. Super rasend. Ja, der braucht noch mehr Gegner. Was dir umbringen kann, oder was? Ja, ja. Ach ja, da bringt er seine eigenen auch um, ne? Glaube ich. Ja, nur wenn er seine eigenen umbringt, geht er hoch noch mal. Achso, also hör mal auf. Naja, gut, er ist tot. Was? Ach, haben die anderen umgebracht oder was? Ja, ja. Oh, scheiße.
Boah, die haben aber jetzt viel Zeug fallen gelassen. Grün. Naja. Grün. Oh, was? Nee, du bist noch da, ja? Ich bin noch da, ja. Shave. Siehst du, was er macht? Komm mal her. Warte. Oh. Internet lost. Hä? Ja, er ist auch im Dings komplett weg. Ich wollte nur einladen, aber ja, vor allem ich, bei mir sind auch nur 5 Freunde noch online. Von normal sind das immer so 16 oder 17. Ich glaube, er schreibt gerade was auf YouTube. Warte. Ich denke mir so, hä? Wo ist er denn? Naja, also stand gerade da, dass ich einen Kommentar habe. Ich habe leider keinen Kommentar. Okay. Dachte mir so, hä? Auf einmal voll aus der Party rausgeflogen. Boah, die Sniper ist aber geil. Ach ja, den nehmen wir mal. Oh, ich wollte eigentlich die scheiß Drecks-MP hier loswerden. Die ist ja echt, die ist so richtig schlecht. Meine zum Glück nicht. Oh. Er ist auch nicht. Nee, er ist auch nicht online mehr. Ja, wenn sein Router sich so wirklich neu booten sollte, dann wird das dauern, bis er wieder online kommt. Na gut. Na toll. Ah, komisch. Oder so. Die Leitung ist einfach abgeschmiert, keine Ahnung. Aha. Hast du was in YouTube reingeschrieben, in Kommentaren? Nee. Nee. Okay, dann sehe ich es nicht. Dann hat irgendeiner was geschrieben, aber ich sehe es nicht. So, eine Ahnung hast du gekriegt? Ehrenwert, danke. So, auf jeden Fall sehr lustig aus, wie du da gestanden hast und hast an die Decke geschossen. Schlagen wir es kaputt. Ja, sehr interessant aus, ja. Oh, ich brauche auch einfach eine PSG Bro, dann läuft das Spiel auch. Irgendwo jetzt müsste er hier spawnen. Wenn wir jetzt hier stehen, müsste er jetzt hier spawnen. Mal gucken. Ich bin gespannt. Das lädt noch. Wie lange macht ihr noch heute? Viertelstunde. Okay. Und. Ach komm, jetzt mach hin. Du hast schon angezeigt. Oh, ich muss sogar Charakter auswählen, du. Ich hab. Ach, okay. Na, den Charakter. Bitte warten. Boah, was? Ein Schuss, fast tot. Ja, ich glaube, bist du hier bei uns gespawnt. Nice. Ein Schuss und, ja, tot. Ich liege hier. Ein Schuss und ich bin tot. Ja. Ich liege. Ich auch. Oh. Du Scheiße. Warte, ich renn zu dir. Ja, wo bist du? Okay. Ja, ich bin schon.
Lass den mal kurz, warte, Rasen der? Ach so, okay. Der kann sich gar nicht mehr hochleveln. Ne, ist kein Gegner mehr da. Ja. Bringen mich zurück! Oh, hat aber nichts verloren. Was schießt denn hier? Ach ja. Hier waren wir zwar schon, aber vielleicht gibt's dagegen. Oh, hier, Goliath. Was hat er denn da vorne dran? Heckle. Was soll das sein? Irgendeine Tröte oder so. Oh, ja, ja. Super Rasen da? Er hat wieder keine Gegner. Nee. Wir sehen uns in deinen Albträumen. Bis wohin geht denn das? Weißt du das? Wie hoch die wütend werden? Ey, bist denn da hochgekommen? Das freuen wir auch gerade. Vorhin sagt er noch, es geht nicht, ne? So ein Betrüger. Hier eine Seite. Ah ja. Nee, mein Charakter ist zu ehrlich. Ach nee, doch, ist doch nicht zu ehrlich. Ja, was ist hier? Gar nichts, oder? Ein bisschen Iridium, ja. Was verbergt ihr, Aliensteine? Oh, das ist doch schon mal was. Ich bin hier oben. Ach. Nicht identifizieren. Alien-Scheiß, ja, das müssen wir uns merken, ja. Weil das kriegst du kurz vor Schluss erst, dieses Ding zum Lösen dieser Rätsel. Dann musst du alle Alien-Steine finden. Ja, was ist da oben? Schaut mal, da oben da ist auch kommen was. Wir auf jeden Fall nicht hoch. Oh. Ich glaube, das sieht noch aus wie Luft, wie, ja. Also hier kommt wir scheint nicht. Was Grünes. Ich sehe nichts Grünes. Doch, da ganz oben. Da ist so eine Kiste. Warte. Ich habe es gerade von der einen Stein gesehen. Oder? Achso, oder ist es vielleicht nur das Wasser, was ich da gesehen habe? Ja? Nee. Nee, doch nicht. Ich sehe da noch. Für mich ist das nur ein Durchschein. Also ja. So ein. Das ist ein Durchschein. Kann sein. Ja. So, was haben wir hier? Ich begib dich zum Amboss. Ist das hier auf der Map irgendwo? Nee. Weiß nicht. Ist alles weiter weg. Alles weiter weg. Ja, da war ich mal da oben, ne? Ich dachte so, hä? Ah, wir müssen sowieso bösartige Praktikanten. Oh, er stirbt davon. Jacob anwesend. Ich greife mal zum Jacob anwesend. Jacob anwesend. Hoch. Und dann reise ich auch mal hin. Hä? Hä? Ah. Ach so, okay. Man soll von hier in Orbit gehen. Alles klar. Der Amboss. Wird mir gar nicht angezeigt. Was haben wir denn da hier noch? Da musst du
Hoch. Oder wie heißt die Scheiße? Hochmoorbecken, habe ich auch noch irgendwas? Ja, genau. Ah, ne, der Amboss wird mir sogar angezeigt. Warte mal, soll ich mal gucken, ob ich da hinreise? Ja, ja, dann reist du mal dahin, weil den habe ich. Der wurde mir nicht angezeigt. Ja, funktioniert sogar. Juhu! Ich habe die 285 noch bekommen. Dollar? Ja. Also, würde ich sagen, machen wir den Amboss noch und dann ist das Wochenende auch vorbei. Vorbei. Naja, dann die Tage mal. Wenn ich schon durch bin mit der Story und ihr weiterspielt. Wenn ich dann schon mit meinem zweiten Charakter dann online komme. Heute Nacht werde ich von Borderlands träumen. Von dem Borderlands-Marathon, was wir schon hatten. Ja, glaube ich euch. Wie lange habt ihr denn heute gezockt? Boah. Das ist eine gute Frage. 6 Stunden vielleicht? 6, 8 Stunden? Ich glaube 6 Stunden oder so. Ja, Respekt. Es geht, ne? Ist man von Tim halt nicht gewohnt. Wie? Was soll das denn heißen? Weil du sonst immer beschäftigt bist und nicht so viel kannst. Ja, das stimmt. Ja, sorry. Ja, ich, ne? Mach's nicht mehr, okay? Ich mach's nicht mehr. Kümmer dich doch um deinen Scheiß. Alter, das gibt's doch nicht. Gibt's jetzt halt immer nur noch eine Stunde. Könnte mal irgendwer vielleicht mich wiederbeleben, weiter hinten? Nee, sorry, ich bin gerade beschäftigt. Oh, warte. Ja, jawohl. Perfekt. Ja, das hat sich schon erledigt. Was macht ihr denn hier? Irgendwer hat mich gesniped, ich war sofort tot. Ja, ich bin auch gleich. Was ist hier los? Oh, ich geh weg. Okay, nee. Au, 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 au. Ja, Tim, was machst du denn für Scheiß? Ich zieh mich gerade zurück. Ja, die sind ja nur Badass. Alter. Wo ist er denn? Wo ist er? Kriegst du es noch hin? Ja, ja, ich krieg ihn. Yay, 29. Ja, du bist Level 29. Ja. Du bist jetzt höher als ich. Tja. Alter. Moin. Was ist dort? Alter, da hinten ist der Sniper. Da oben. Alter, der ist ja übel. Alter, ist der Sniper übel. Habt ihr den? Nee. Nee, nein, warte. Nee, noch nicht. Ich bin gerade beim Badass Tink bin ich gerade. Ja, Sniper ist tot. Sniper ist weg. Badass Tink? Ich sing auch nicht. Ach, so. Hab ich schon. Tot, ja. Hä, der Amboss waren wir hier schon mal, Tim. Da haben wir, hier war doch Borik, der sich hier in dem Fass hier verhakt hat. Ja, ist aber irgendwie nochmal eine Aufgabe. Wie hast du denn genannt? Borik? Borik oder so, soll der heißt er doch. Bubu! Oder? Der heißt Brick. Bubu! Nein, der heißt genau, Bubu! Brick. Was sind das denn für Leute? Ja, das ich ist bin komisch. Immer noch für Bubu. Komm, Eis mit euch. Ach so, die sind alle immun gegen Eis. Die gesalten Gegner. Auch gegen. Auch das, gegen Korrosion. Die sind ja gegen alles. Der hat durch sein Schild ist er gegen alles immun. Gegen Feuer sind sie nicht immun. Feuer ist kritisch. Könnt ihr mal. Boah, was? Florida oh, Man, Schild. Trophy bekommen. Ich stehe neben euch. Oh. Achso, oh. Okay. Perfekt, ich hab das nicht mal mitbekommen. Nee, ich wollte, aber ich habe die Waffen die ganze Zeit aufgenommen. Ja, ich auch.
René, was machst du für Sachen? Wieso stirbst denn du hier? Ja. Habt euch gegen mich verschworen. Ach, geht's dazu. Ja, wir nehmen jetzt dein ganzes Zeug hier mit und du kriegst nichts. Ist einfach so. Retalk aus der Butterzentrale. Anzeige ist raus. Ja, definitiv. Anzeige ist raus. Red Eye Core Stone, was ist das denn? Nahkampf mit Kyro versehen. Ohne Schaden. Plus 50 Kyro-Schaden. Was ist das? Artefakt? Keine Ahnung. Egal. Ich mit. Ja komm, mein Süßer. Ja komm. Gutes Mädchen. Hol dir dein Leckerli. Wieso hat er denn mein Schild abgelegt? Ist er behindert? Ist er denn nur behindert, mein Charakter? Okay. Wie viel Kohle zur Zeit, ne? Was ist denn hier schon wieder los? Zu stark! Hopp! Du verbrennst. Ich brenn öfters, vor Leidenschaft. Oh. Ja. Das wird mein nächster Kill. Badass. Deine Waffe, du bleibst einfach stehen und schießt auf ihn. Alle Kugeln prallen so krass ab. So, komm mal her, mein Vieh. Oh, ich bin tot. So, willkommen. Was ist hier so ein Badass-Fanatiker? Ja. Oh, okay, danke schön. Hey, wo bist du? Ich lebe wieder. Der ist nicht resistent gegen Korrosion. Ah doch. Oh, los jetzt, stopp! Wo soll er hin? Hä, wo soll er? Wo? Ach da. Boah, was ist das? Dass die so zerhüpfen ist schon. In der Snipe. Bingo, Gottkönig Troys Gesandte, das ist es. Sein Name war Beckett. Schurke, Bankräuber, Freund. Bleibt nur noch Dean. Ich befürchte Schlimmes. Ich auch. Ah. Wollen wir dann hier vorne, wenn wir das eingesammelt haben, noch kurz den Wächter abgrasen, also den Endboss? Das können wir machen. Spricht nichts. Oh, wartet mal. Mir spricht nichts entgegen. Hier haben wir nämlich einen Capture vergessen. Hm, sehe ich gerade. Den hab ich schon. Im Klo? Nee, ist ein Rohr drüber geplatzt. Über ihm. Geld. So, ich ist einfach eine Leiche drin. Muss eine Leiche drin. und ach, von hier drüben.
Das ist Deans Stimme. Finde zumindest seine Überreste, Kammerjäger. Das schulde ich ihm. Okay. Da, ganz viele Truhen, Kisten, schöne Sache. Na, wer ballert denn da schon wieder? Hier kommen noch hier wieder die drei Bosse. Wahrscheinlich mehr. Wir sind jetzt zum dritten Mal hier. Wow, oh, was bist du denn für einer? Beste Waffe hast du. So. Oh, hier waren wir noch nicht. Ja. Oh, wir waren wohl nicht, René. Wie geht denn das? Ja, ne? Ja, stimmt, hier waren wir echt noch. Also, hier war ich auch noch nicht. Das bestand durch die Mission. Cool bleiben. Das ist freigeschaltet worden. Hammerlock schickt mich. Hammerlock? Ja, ich kannte einen Hammerlock. Lustige Ausdrucksweise. Er hat dich geschickt, um mich zu retten? Gut. Oh nein, er ist zurück! Lass sie deine Wut hören. Ah. Jetzt ist er immun. Boah, was? Frischer Tod für alle. Heftiger Dude. Aua. Boah, ich bin taub im Spiel. Du hast das Ding echt umgebracht. Oh, Legendary. Lul. Ich nicht. Ich auch nicht. Eine blaue Waffe. Was ist das denn? Hä? Warte mal. Ach, Lul, das ist eine zielerfassende Waffe. Das ist natürlich geil. Danke. Die anderen sind alle tot. Pizza ist Macht. Ich habe schon die Hoffnung verloren. Ich dachte, ich wäre. Du weißt schon. Die Waffe hier ist für dich. Wenn du jemals diesen Troy siehst, schieß ihm das Gehirn raus, ja? Ich hab's verstanden. Also guck. Hat wenigstens Dean überlebt. Jetzt können wir unsere Häkel- und Waffenbastelstunden fortsetzen. Was ist das, was man jetzt bekommen hat? Seltsamerweise sehr ähnliche Fähigkeiten. So aus wie eine Pistole, ne? Ah, ja. Hier. Mit einem gewonnenen Granatenschadensweg kann die Trophäe für ihre Gesundheit wiederherstellen, okay? Erhöht die Tragekapazität von Granaten. Verursachen viel weniger Schaden pro Rakete, feuert aber mit einer 6-fachen Raketenstörung. Außerdem erhalten Feinde. Oh ne, das will ich eigentlich nicht. Schießt mal mit der neuen Pistole, die ist ja anders lustig. Warte, ich. Oh, jetzt habe ich hier aus Versehen. Oh, scheiße. Das will ich ja gar nicht. Hä?
Ah, okay, Cloud Worker. Hey, wieso kann ich Mehl auswählen? Du, Level 30. Oh. Oder ne, guck dir mal die Waffe an. Rüste die mal kurz aus. Er hat sich die gerade. Oder? Hä? Wieso schmeißt er die nicht raus? Achso, die. Warte, Diese mal an. Als ich die nämlich gerade in der Hand hatte, dachte ich mir so: Hä? Was ist das denn für ein komisches Ding? Check. Was hast du da? Also anscheinend Kontaktgranate und danach, wenn man irgendwie Gegner damit getroffen hat, dann sind alle anderen Schüsse verfolgen die Projektile das. Ah, okay. Die, was hast du da? 115 die Pistole, okay. Wieso kann ich die nicht rauswerfen? Ah, da kannst du gedrückt halten. Ja, das ist, weil es so legendary ist. Das Nachladen der neuen Waffe ist echt lustig. Ja. Der zaubert. Das hatte ich auch. Mächtig, cool. Sau cool. Oh, das könnte ich jetzt schon lang machen. Vorschlagen, wir gehen kurz zum Wächter. Achso, ja, stimmt, das wollten wir noch machen. Warte kurz, ich will hier nur. Warte, dann müssen wir hier hin. Nochmal alles wechseln, was geht. Ich hab das Sturmgewehr. Dann lasst jetzt einfach durchlaufen auf schnell. Müssen wir jetzt nicht groß. Oh, noch auf dem warten. Warte. Ja, klar. Ich bin unterwegs. Vor allem so ungerecht, Junge. Ich nicht, dass ich schon bei Slots eine Legendary gezogen habe. Jetzt kriege ich auch so eine Legendary. So, wir können. Ja klar. Jo. Ich habe doch keine gefunden. Hä? Du hast doch schon eine. Naja, eher von dir haben. Jetzt die, ja, das stimmt. Aber die habe ich ja nicht selbst gefunden. So meinte ich das. Das stimmt. Spiel mag dich halt einfach nicht. Ja, die können den Guten halt nicht noch mehr Waffen geben, weißt du? Okay, dann lass uns das mal, warte. Kurz vielleicht Sachen verkaufen. Dankeschön. Ach, die neue Pistole hebe ich auf. Okay. Ich komme immer neue Muni. Let's go. Lass einfach durchrennen. Scheiß auf die Gegner. Tyreen beschützt mich! Hallo! Alles klar, ich hab natürlich den Rücken geschossen. Natürlich. Und bin festgefroren, natürlich. Du gibst uns Rückendeckung. Naja. Hallo. Auf den was hier? Ja. Ja, warte, dann lass uns kurz auf ihn warten, bevor wir runter. Ja, natürlich. Da, bitte da. Kein ja, Stress. Ja, ja, lass du. Und runter. Ah, der ist ja nur 23. 24. Hier 25. Ja, bei mir ist es 25. Für jeden wird es angepasst. Alter, geht das schnell. So viel wird das noch schneller gehen. Ja.
Dropbomb was Legendäres? Jo, was Legendäres für mich. Nice. Wird mich fallen. Oh, auch. Lul. Wieso kriegt der Host nichts? Was ist das für eine Scheiße? Okay, René, ich muss Borderlands 3 leider verkaufen. Meine CD ist kaputt. genau. Wahrscheinlich gilt das nur beim Host, weißt du, dass er nichts Legendäres findet, weil ich bin ja mit dem Internet verbunden. Nee, hier komm. Warte, was bist du denn? Yay, yeah, blau und grün. Oh, er hat bei mir sogar zwei Legendäre fallen gelassen. Eine Snipe, eine Pistole. Hier kriegst du geschenkt. Yay! Was ist das? So, was macht die Snipe? Eine Granate? Legendäre. Irgendein Granatenmod, keine Ahnung, testen aus. Hast du dich ausprobiert? Teilt sich in der Luft in zwei Granaten, sucht den Weg zum nächsten Ziel, okay. So. Ah, da hinten ist noch eine Kiste. Granate. Ein Schild. Und wo ist die Piste? Was kann die? Waffenzoom, indirekter Schadenradius, Waffenladegeschwindigkeit, Waffenschaden. Kannst du mir mal deine Sachen zeigen? Oder nee, warte mal. Einmal die hier. Ich kann aber nichts Besonderes wirklich. Doch, guck mal, die Geschütze prallen ab. Jo. Ist ja geil! Stand aber nicht dabei. Ist das cool, das klingt wie bei Mario, Super Mario. Ja. Und dann habe ich noch, warte, die habe ich gerade ausgerüstet. Wollte ich mal testen. Teste mal. Aber anscheinend kann sie. Die kann wirklich nichts Besonderes. Ja, guck mal, wechselt vielleicht mal auf den anderen. Es gibt keinen zweiten Slot. Ach so. Bei der. Warte hier, warte, ich schmeiß mal raus. Ja. Ah, warte, hier war es ja. Ach. Geil sieht's ja aus, aber. Den tut sie nicht. Ich hab keine Ahnung. Warte mal, vielleicht gedrückt halten? Naja, da nicht. Ne, keine Ahnung, vielleicht musst du es an den Feinden ausprobieren. Was stand denn da als rote Unterschrift? Warte, ohne. Blocks darfst du dich nicht wundern, wenn nichts läuft. Keine Ahnung, was das zu bedeuten hat. Keine Ahnung. Also ich weiß nur, dass sie halt gegen Typ mit Schild mehr Schaden macht. Ja, das hier ist steht, klar. Hier steht halt zumindest ist nur Waffenschildkapazität 451. Und Schaden am nach vorn gerichteten projizierten Schild verstärkt Waffenschaden. Gut, ich würde jetzt erstmal den Stream beenden, meine Freunde. Wir bedanken uns fürs Zusehen. Und ich würde sagen... Auf jeden Fall. Bis bald. Tschüss. Tschüss. Tschüss.